Ja, ich mag auf drei Zuschaueranfragen antworten. Also keine Vorstellung, sondern einfach nur Blabla. Und wenn dich auch das interessiert, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Ross vom Survivor Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Es gibt drei so gehäufte Zuschaueranfragen, die ich jetzt beantworten will. Nummer 1. Reini, du antwortest nicht auf E-Mails. Reini, du antwortest nicht auf die Kommentare hier auf YouTube. Und ich habe dich was gefragt zu einem speziellen Rucksack und du antwortest nicht. Oder ich habe eine Tour vor und will dort und dahin gehen und ich schreibe da E-Mail und du antwortest mir nicht, welche Ausrüstungsliste ich brauche. Das ist nicht, weil ich unguter Kerl bin. Einer hat mir mal geschrieben, dass ich aufgesetzte Freundlichkeit vor der Kamera zeige. Also ich bin nur jetzt da vor der Kamera lieb und sonst bin ich eine blöde Dreckige. Kannst du natürlich auch so sehen, aber wenn du mich nicht kennst, wirst du das nicht beurteilen können. Nur eins, das beurteile ich jetzt. Es geht nicht. Leute, ich schaffe das nicht. Ich kann nicht auf die ganzen E-Mails, das ist wirklich eine Flut, auf die ganzen Kommentare, ich kriege WhatsApp-Nachrichten, alles. Ich schaffe das nicht. Und das gebe ich jetzt hier auch zu. Aber es liegt nicht daran, dass ich zu faul wäre, sondern es geht sich einfach nicht aus. Punkt. Und es gibt auch Leute, die mir drohen, dass sie mich deabonnieren. Was soll ich dazu sagen? Also, wenn du der Meinung bist, dass ich bin, ja, dann deabonniere mich. Ich kann dazu nichts beitragen. Echt nicht, ja. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dann antworte ich natürlich auch. Oder jetzt zum Beispiel, es gibt bei mir im Shop Beschreibungen zu den Artikeln. Ich habe Videos dazu, wo ich es herzeige und Erfahrungen habe. Aber was nicht drin ist, es ist einfach nicht drinnen. Dass ich, wenn ich da kurz was schreibe, ja, von mir aus, das mache ich auch immer wieder zwischendurch. Aber es gibt Leute, die wollen von mir eine Fachberatung haben. So, weißt du, ich gehe auf Tour und will jetzt 2 Stunden mit dir telefonieren und das geht nicht. Das schaffe ich nicht. Das geht einfach nicht. Wenn du das akzeptierst, ist es okay. Und wenn nicht, dann tut mir leid, geht nicht. Aber das nächste ist, es gibt auch Beschwerden, dass hier am YouTube-Kanal Survival Shop Überlebenskunst, Survival Shop Überlebenskunst, also Survival Shop Überlebenskunst, lauter Produktvorstellungen sind. Also, dass der Reini so kommerziell ist, dass er die ganze Zeit von Produkten redet und die ganze Zeit über Vor- und Nachteile spricht und da was verkaufen will. Ich weiß ja nicht, ich meine, ich habe den Survival Shop Überlebenskunstkanal abonniert und ich habe eigentlich erwartet, dass wir ein Plauschi machen, ja? Und ich weiß nicht, auf einmal, es war so ein Kanal, so, ich weiß nicht. Ich habe über vegane Ernährung geredet und über Sonnenschein und Liebe und solche Dinge. Und auf einmal habe ich geswitcht auf knallharte Produktvorstellungen und zack und komm in meinen Shop und komm. Also, ich weiß auch nicht, was den Rossmann einfällt. Also, liebe Leute, wirklich, das ist ein Survival-Shop-Kanal. So heißt das auch. Ja, ich habe andere Kanäle, ich verlinke sie dir unten. Dort mache ich keine Produktvorstellungen. Dort kriegst du Wissen oder da rede ich drüber. Wenn du das willst, dann abonniere mich dort. Aber der Kanal ist der Survival Shop Überlebenskunstkanal. Und wenn es dir am Wecker geht, dass ich Produkte vorstelle, dann kann ich auch nichts tun. Auch wenn du mir drohst, dass du mich deabonnierst. Es ist so. Was soll ich tun? Also das wollte ich einfach einmal loswerden. Ja? Therapie für mich, Therapie für mich. Weil ich es nicht verstehe. Ja? Also war immer ein Survival Shop Kanal von Anfang an. Wirklich, die ganze Zeit. Ich habe keinen Switch gemacht. Also was erwartest du? Ja? Es ist so. So. Das nächste ist, ich kriege ja, wie ich gesagt habe, doch sehr viele Nachrichten und da gibt es einige Leute, die mich immer bitten, dass ich sie am Ende des Videos grüßen lasse. Und da hat mir einer geschrieben, ich soll vielleicht sponsoren, also dass du mich zahlst, dass ich dich grüße. Ich meine, halt, nein. Es gibt Leute, die so Kanalsponsoring haben. Nein. Nur, es spielt einfach nicht für mich, dass ich zum Beispiel eine Tasche vorstelle oder einen Schlafsack, ja. Und dann grüße ich irgendjemanden. Das passt für mich einfach nicht. Nicht, weil ich die nicht mag, die nicht grüßen mag, sondern das spielt's nicht. So. Und das Zweite da in dem Zusammenhang ist, dass es Leute gibt, die mich anschreiben, die andere YouTube-Kanäle haben. Kleine, jeder, ich finde es super. Und die dann sagen, komm Reini, stell mich doch vor, komm und so. Das passt auch nicht für mich, wenn ich ein Messer vorstelle oder ein Quant oder was auch immer. Und dann
stelle ich irgendeinen Kanal vor, das passt für mich nicht. Aber ich verstehe, dass dieses Bedürfnis da ist, dass ihr das haben wollt. Und wir machen jetzt Folgendes, und das ist jetzt der Punkt. Ich werde hier und da, also nicht permanent, aber hier und da, auch wieder so ein Blabla-Video machen, wo ich erstens 3 neue YouTube-Kanäle aus Survival, Bushcraft, Outdoor, Krisenvorbereitung, so in diesem Bereich, wo wir da jetzt unterwegs sind, vorstelle, ja, die ich ganz einfach nenne und wieder kein Geld dafür, ich mache Survival-Trainings, für das lasse ich mir bezahlen, ich lasse mich dafür bezahlen, dass ich Ausrüstung weiter verschicke, das ist mein Punkt, ja. Aber bitte, das mache ich nicht, ja. Und ich werde immer einen ganzen Sack voll Leute grüßen lassen, die mich darum gebeten haben, in diesen ganz speziellen Videos. Und da mag ich dich jetzt bitten um 2 Dinge. Erstens, schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Ob du sagst, jetzt Leute grüßen lassen und andere YouTube-Kanäle vorstellen, rein, ich verschwende nicht meine Zeit. Das wird mich interessieren. Und das Zweite dabei, wenn du gegrüßt werden willst, oder wenn du als YouTube-Kanal genannt werden willst, schreib mir bitte nicht an reinetüberlebenskunst.at, bitte nicht. Ich habe ein eigenes Postfach und zwar partner@youtube.überlebenskunst.at. Ich gebe da unten, schau dir das bitte an, bitte dorthin schicken, weil sonst ist es im Nirvana irgendwo. Und dann kommunizieren wir und dann tun wir das. Und daher mag ich gleich den Anfang machen. Ich mag jetzt grüßen den Daniel aus Ips. Hallo Daniel, für die lieben schönen Fotos. Dann mag ich den Survival Boogie, den Fabian ganz, ganz herzlich grüßen. Und das mache ich auch sehr, sehr gern. Boogie, ja, Survival Boogie, entschuldige, Boogie ist jetzt falsch. Dann will ich den Christian grüßen, den Christian M. Ja, aus Hamburg, auch dir Dankeschön für die lieben, netten Kommentare und ich grüße dich natürlich sehr, sehr gern. Dann will ich den Niki grüßen, ja, den Niki H. Ja, aus dem Weinviertel. Und ja, lassen wir es jetzt mal so. Wenn auch du gegrüßt werden willst, schreib bitte eine E-Mail. Und es wird dann in Zukunft, in der nächsten Zeit, dann nochmal ein Video kommen mit 3 YouTubern, die ich mir schon ausgesucht habe und die ich dann vorstelle. Und das war's dazu. So. Und einmal noch ganz kurz, weil mich auch viele fragen, René, wie geht's dir mit Fitness und Abnehmen und so weiter? Frage ich dich, wie geht's mir damit? Ja? Ich weiß, dass mit meinem Bart das jetzt momentan natürlich nicht optimal ist. Und ich arbeite dran, dieses Ziel wird nicht aufgegeben, die Entscheidung steht. Es geht schwerer, am Anfang war das voll, es geht schwerer und zäher, als ich gedacht habe. Es geht in kleinen Minischritten. Ich habe angefangen mit 105 Kilo, ja, und bin jetzt auf 97,8 heute in der Früh. Was die Fitness betrifft, da geht es mir manchmal besser und manchmal schlechter. Nämlich auch dahingehend, weil ich manchmal dieses Programm nicht durchhalte. Nicht jetzt so, sondern weil ich viel Arbeit erledigen will und dann sage ich, nein, ich mache es morgen und das ist schlecht. Ja. Ich sehe, es geht nach oben und da ist auch der Punkt, ich mache das Schritt für Schritt, ich bleibe da dran und red mal ganz einfach wieder. Red mal in einem Monat wieder und schauen wir uns das immer wieder an und du wirst sehen, das wird funktionieren. Und ich habe auch da mit dem Obi geredet und mit vielen anderen Leuten, die gesagt haben, René, pass auf einmal. Jetzt hast du da die Fetten aufgefressen, ja, und das ist ja auch nicht in einem oder 2 oder 3 Monaten gegangen, sondern das hast du dir auch Schritt für Schritt gemacht. Du bist unfit worden durch, weil du eben nichts gemacht hast. Und jetzt wieder zurückzukommen, das braucht einfach Kraft, das braucht Energie und da muss der Zeit geben. Und was ich niemals verliere, ist ja, die Hoffnung und den Glauben dran. Und wie ich so gern sage, niemals aufgeben. Ja. Survival beginnt im Kopf, so nimmt auch das Abnehmen. Und es geht mir ja konkret um das Fitwerden, auch im Kopf und Schritt für Schritt. Und auch da informiere ich dich immer wieder sehr, sehr gern. Das war's. Ein bla 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 Video. Ich hoffe, das hat dir auch gefallen. Mag dir um einen Daumen nach oben oder nach unten bitten. Schreib mir bitte einen Kommentar, wie du das siehst. Und ja, da würde ich mich irrsinnig freuen dazu. Und wie gesagt, unten die E-Mail-Adresse und der Link in meinen Shop. Ja, billige Werbung, was soll ich tun? Es ist halt ganz einfach so, Survival-Shop-Kanal. Abo. Unten auch die Links zu anderen Kanälen, die ich mache, wo ich keine Ausrüstung vorstelle, aber andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei bist. Dein René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Ciao.